Hey ho, hey ho, ein neuer Tag und wieder total verregnet. Ach, egal, dann geht's mit Innenarbeiten weiter. Die Bretter, wo ich im Livestream erwähnt hatte, um Oskar festzuschrauben, habe ich heute auch was bekommen. Was kann ich heute machen? Ich werde mir heute oder für uns werde ich ein Sieb bauen, was über die Schubkarre drüber geht, wo man dann die Erde, was wir da draußen abgeschaufelt haben, durchsieben kann, dass wir gute Erde haben. Dann kann ich hier das Brettchen schon reinschrauben, so wie ich es gesagt habe, oder zumindest vorbereiten. Da brauche ich ja auch die Leisten, wo ich nachher fürs andere brauche. Die muss ich seitlich festschrauben. Ja, und so die Richtung werden wir heute jetzt ein paar Innenarbeiten machen. Aber auch nicht allzu lange, weil, Leute, ich sag's euch, das Wetter zieht einen einfach runter. Bäh. Naja, wir legen mal los. Alina wird Oskar auspacken und dann könnt ihr den auch noch in seiner vollen Pracht genießen. So ungefähr. Jo Leute, Oskar ist so halbwegs ausgepackt. Das wird er. Schöne Regenhaube noch für oben drüber. Das ist ein Schiebestück, das kann man auseinanderziehen. Da habe ich auch noch da hinten das Dämmmaterial dann für innen, wo man halt zuschneiden muss. Alina ist am Pappkarton zuschneiden, dass wir das Müll gleich mitnehmen können. Da ist das Gitter, relativ feinmaschig, gerade richtig für die Erde. Ja, und hier habe ich mir schon angezeichnet, zurechtgesägt, so halbwegs. Ich habe es mit der Säbelsäge schnell abgeschnitten und bohre ich jetzt noch vor, spackse es dann zusammen und dann kann ich das Gitter unten reintackern und dann zeige ich euch das Ergebnis. Ja Leute, und schon ist Schomi im Einsatz. Ich schalte mal hier auf Öko. Man fährt da nämlich ein bisschen runter und es ist ein bisschen leiser. Mein Elektrotacker zieht zu viel Saft für den Stromwandler, der drin noch verbaut ist. Also schmeißen wir schnell Strom hier an und dann kann ich tackern. Wie verrückt geht das? Ja, noch einschneiden, umfalzen und dann ist das Sieb auch schon fertig. So Leute, und schon ist unser Schubkarrensieb für die Erde fertig. Verbesserungen, ja, könnte ich hier noch zum Beispiel zwei Anschläge machen, dass es nicht runterrutscht. Das könnte allerdings wirklich noch passieren. Oder ich spacke hier einfach noch eine Leiste drüber, wo da ansteht. Ja, ich glaube, das werde ich noch machen. Aber ansonsten kann man das Ding jetzt schon verwenden. Ja, sieht doch gut aus. Wird schratsch durchgesiebt. Wunderbar, sehr gut. Auf die Seite stellen, nächste Arbeit. Leute, ich war jetzt schon fast dabei, anzufangen, die Platten zu schneiden, sägen, aber irgendwie warte ich da erst einmal, bis die Böcke hier frei sind. Wenn wir morgen streichen können, wenn das Wetter mitspielt, dann kann ich ja Anfang nächster Woche gleich das Brett wieder hochschrauben. Dann werden die Böcke frei. Dann kann ich die Dinger machen, zurechtsägen. Ja, für den Durchgang, Wanddurchgang, für den feuerfesten Wanddurchgang für Oskar. Puh. Dann habe ich mich hinten an der Wand schon mal ein bisschen schlau gemacht, in welche Höhe in etwa Oskar kommt, wo ich die Bretter hinspaxen muss. Sieht alles sehr gut aus, weil da will ich ja, wenn wir morgen streichen, auch einmal schnell drüber gehen, dass wenigstens der Untergrund noch gestrichen ist. Schrauben für die Bretter habe ich heute auch schon organisiert, aber eine klitzekleine Kleinigkeit habe ich jetzt heute auch noch gemacht. Ihr erinnert euch an den Haufen da hinten, an den Steinhaufen. Ja, da habe ich jetzt hier erst einmal den ersten hingesetzt. Einfach bloß halbwegs abgegraben, Erde drunter gestopft.
und hin. Ob die hier in der Reihe dann alle in einer Höhe sind, ob das alles die gleichen Steine sind, 100.000 verschiedene Leute, das ist mir eigentlich relativ wurscht, weil davor, ja, wenn alles gut geht, von der Kante bis hierher ungefähr Hochbeet. Ja, also das ist ungefähr der ungefähre Plan. Und wie gesagt, bevor die Hochbeete hingesetzt werden können, Erde durchsieben, Erde hin, gerade ziehen, aber dazu müssen erst die Steine dran sein. Also mache ich das nebenbei halt auch noch. Tja, genau so schaut es nämlich aus. Das ist nämlich auch noch, was ich nebenbei machen möchte. Hier hinten, ich nenne es jetzt mal Fahrgestell von Oskar, kommt irgendwo, ich glaube in die Höhe, ach, keine Ahnung. Ja, aber da muss ich auch noch ein bisschen aufräumen. Da oben muss ich noch ein Brettel wegmachen, eine Latte wegmachen, bevor ich da dann die anderen Latten hinspaxen kann. Ah ja, mir geht die Arbeit. Hier mit Sicherheit nicht aus, aber ja, dazu soll das Wetter halt ein bisschen besser mitspielen wenigstens. Weil so ist es, ja, jetzt wird das Licht wieder besser, komischerweise. Aber ja, wenn das Wetter nicht mitspielt, dann macht es einfach keinen Spaß hier heraus. Und wenn Manu nicht dabei ist, ja schon gleich zweimal nicht. Ich fahre jetzt heim, pack die Kleine wieder ein, da tun wir dann noch Altpapier entsorgen, die Kartons von Oskar. Und jo, entweder komme ich heute noch mal raus, mach irgendwas, sei es Steine, sei es Molern oder sonst irgendwas. Aber irgendwas würde ich heute schon noch gern machen. Aber Alina sieht aus, als ob sie heim will. Ja. Bringt eh nichts für dich heute, gell? Du könntest zwar da draußen buddeln, aber der Schlamm, nee. Ja. Deswegen sage ich jetzt vorsorglich mal Tschaikowski, falls ich nicht mehr hier rauskomme. Dann war es heute halt bloß ganz, ganz kurzes Video. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns. Ciao, ciao.